Jo Leute, was geht? Ich bin Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch und diesmal wieder eins, auf das ich mich mega freue. Ich hoffe nicht, dass ich mir weh tue, weil ihr kennt ja, vielleicht habt ihr es ja gesehen, meine Rollschuhfahrkünste. Jetzt kaufe ich mir ein Eis. Brauche ich nichts weiter sagen. Einfach nur furchtbar. Nein, ich bin die beste Rollschuhfahrerin der Welt. Man muss ja positiv denken. Immer sich positiv einreden, dass man es kann, dass man es schafft und dann schafft man es auch irgendwie. Auf jeden Fall habe ich ja schon mal Rollschuhe ausprobiert und zwar diese hier. Und ich bin 24 Stunden damit unterwegs gewesen. Es war eine Herausforderung, Leute. Und diesmal dachte ich mir, weil ich Rollschuhfahren eigentlich echt gerne mag. Ich mag Rollschuhfahren, macht mega Spaß. Aber ist echt ein bisschen gefährlich. Ich weiß immer noch nicht, wie man damit bremst. Aber heute testen wir die schlechtesten versus die besten Rollschuhe, die ich auf Amazon gefunden habe. Und ich bin echt gespannt, wie die schlechten sein werden. Die sehen schon grenzwertig aus, Leute. Also ich erwarte wirklich das Schlimmste. Und ich hoffe wirklich nicht, dass ich stürzen werde, weil ich habe mir keine Schützer gekauft, Leute. Falls ihr Rollschuh fahrt, benutzt immer bitte Knieschoner, Ellenbogenschoner und so weiter, weil es ist nicht ohne, okay? Es ist wirklich nicht ohne. Und ich weiß, einige von euch meinten, die können das total, also Hut ab, aber ich finde es schwieriger als Inline-Skates fahren. Definitiv. Ich will jetzt aber nicht so viel labern. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt damit. Wir packen das aus. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Es ist angekommen und ich kann es kaum noch abwarten. Finden wir diesmal, Challenge an euch, 40.000 Leute, die mit mir Rollschuh fahren würden. Egal wie gefährlich es ist, ich halte euch alle. Ich fange euch auf. Ich fliege erst hin und dann fliegt ihr auf mich. Dann landet ihr auch weich. Oder nehmt einfach eure Inline-Skates, falls ihr keinen Rollschuh fahren könnt, so wie ich. Und schreibt mir auch gerne eure Vorschläge fürs nächste Video, was ich testen soll, vom besten versus dem schlechtesten oder so, unten in die Kommentare. Und Leute, merkt euch den 6.3. Am Freitag ist es soweit. Es ist endlich soweit. Ich könnte durchdrehen. Also seid gespannt. 6.3. Es geht ab, Leute. So viele haben darauf gewartet, auf diesen Moment. So, let's go. Wow, okay. Fangen wir mit den 5-Sterne-Rollschuhen an, die ich gefunden habe. Und zwar sind das diese Raven Roller Skates. Keine Ahnung, ich habe noch nie davon gehört, aber die sahen mega schön aus. Und ich habe wirklich komplett Amazon abgesucht. Und ich habe welche gefunden, die wirklich komplett, also wirklich alle haben 5 Sterne gegeben. Die kosteten 54,90 €, was schon nicht gerade günstig ist. Dazu kommt noch Versand. Aber die Rio sind ja auch nicht gerade günstig gewesen, aber ich glaube, die waren teurer als die jetzt hier. Mann, nein, die hat nur noch andere Farben. Ernsthaft jetzt? Oh, Becky liebt rosa. Und es gab rosa mit lila oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Oh, nö. Egal, ich darf es mir nicht angucken. Auf jeden Fall sind die mit Gummirädern, was schon mal richtig gut ist, ne? Weil du willst nicht mit kratzigen Rädern da rumcruisen, was eigentlich auch, glaube ich, gar nicht funktionieren wird, so auf Dauer. Erstmal volle 5 Sterne, das war noch vor kurzem sogar. Tolle Qualität der Rollschuhe, einfache Größenverstellung, top. Man kann die auch noch irgendwie der Größe anpassen. Dann alles prima, richtig hübsche Rollschuhe, meine Tochter liebt sie. Klingt schon mal mega gut, deswegen packen wir die jetzt mal endlich aus. Ich warte schon die ganze Zeit auf den Moment und man sieht hier schon eine Rolle. Oh mein Gott, wow. Die sehen so schön aus und ich kann jetzt schon sagen, dass die auf jeden Fall hochwertig gemacht worden sind. Ich hoffe nicht, dass ich die mir irgendwie zu groß geholt habe. Also die anderen waren ein klein wenig schmal und ich habe ein bisschen Angst, dass ich die jetzt zu groß geholt habe. Keine Ahnung. Naja, egal. Hier hinten kann man das so aufklappen und dann kann man, glaube ich, die Größe verstellen. Und die Rollen sind auf jeden Fall aus einem richtig schönen Gummi. Ich glaube, darauf kann man gut fahren. Vorne die Bremse. Ich freue mich echt darauf, mit denen gleich zu fahren, aber zieh mir die erstmal an und dann geht's raus damit. Warum könnt ihr jetzt nicht mal fertig gebunden einen zusenden? Mal ganz im Ernst, ich mag das auch nicht bei Sneakern oder so. Ich hasse es. Aber manche, die kriegen das in einer Minute hin, ne? Ich brauche erstmal 20, gefühlt. Ich fühle mich gerade wie so ein Clown. Mit so viel zu großen Schuhen. Alter, das ist allein schon Sport für sich, diese Dinger hier zu binden. Oh, ich gehe nach hinten. Nach vorne. Ich muss ehrlich sagen, die sind so viel leichter als diese von Rio. Vorher waren die sau schwer in der Packung. Keine Ahnung, woran das lag. Vielleicht, weil beide drin waren auf einmal, aber so am Fuß fühlen die sich echt angenehm und relativ leicht an. Und ein Vorteil hat es auch, wenn man Rollschuhe anhat und eigentlich klein ist, man ist auf einmal richtig groß. Ich habe die tollen
Rollschuhe jetzt an. Und ich muss eben gucken, ob kein Fahrradfahrer kommt. Doch da hinten, aber egal. Ich werde mich jetzt trauen. Ganz vorsichtig. Ganz ruhig, Becky. Ich bin gefühlt ewig nicht mehr gefahren. Wow! Die lassen sich echt gut fahren. Die sind nur ein bisschen zu groß für mich. Aber ich komme langsam wieder in den Flow. Ich weiß immer noch nicht, wie man bremst, Leute. Falls mir das mal jemand noch mal erklären kann, in den Kommentaren, dann macht das mal eben. Moment, ich muss eben drehen. Los geht's. Oh, es geht voll auf die Waden, ich sag's euch. Aber man ist wirklich schnell damit unterwegs. So cool. Vor allem hier geht es deutlich besser als in der Innenstadt. In der Innenstadt verkackst du, Mann. Bei den ganzen Stolpersch... Bei den ganzen Stolpersteinen, aber filmt euch bitte nicht. Oh, oh mein Gott, das ist ein Fahrradfahrer. Was denkt der, wenn er mich sieht? Er lacht mich aus. Bitte, er lacht mich aus. Also die Rollschuhe für den Preis finde ich total okay. Und ich würde sagen, die kriegen von mir 5 Sterne. Die sind echt gut. So, und jetzt, Leute, kommen wir zu den schlechtesten Rollschuhen, die ich gefunden habe. Ich habe wirklich nach den allerschlechtesten geschaut und kein einziges Paar hatte nur einen Stern. Kein einziges. Ich weiß nicht, ob die das vorher schon irgendwie aus dem Verkehr gezogen haben, wenn dann, weil die Angst hatten, dass sich Leute irgendwie unnötig damit vielleicht verletzen oder ja, sowas kommt gar nicht durch irgendeine Prüfung, dass das überhaupt verkauft werden darf. Aber das Schlechteste, was ich gefunden habe, war, glaube ich, 3,5 Sterne. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, weil es dauert schon ein bisschen, bis es ankam. Das Schlechteste, was ich gefunden habe, waren die hier. Und wie ihr sehen könnt, sind die mega klein. Aber ich will mal eben gucken, was Amazon dazu sagt. Die Rollschuhe sehen einfach nur furchtbar aus. Und zwar kann man mit seinen eigenen Schuhen da reingehen und die kosten 29,14 Euro. Dafür war die Lieferung kostenlos. Das Ganze ist größenverstellbar. Ja, man kann seine ganz normalen Schuhe nehmen. Okay, manche haben gesagt, super Rollschuhe, einfach zum Anziehen, Größen zu verstellen. Sieht auch toll aus. Ich weiß nicht, ob das so toll aussehen wird. Also ich weiß nicht, ob man die hier toppen kann. Ja, habe sie meinen Enkeln geschenkt, die sie gleich ausprobierten und begeistert waren. Solide alte Technik. Hoffe, die Plastikteile sind so stabil, wie sie aussehen. Muss ich Angst haben? Und ja, ein Stern, die gingen sofort zurück. Die Rollschuhe machten einen minderwertigen Eindruck und bekamen mein Vertrauen nicht. Und dann jemand auch nur 2 Sterne gegeben. Qualität nicht so besonders, müssen immer wieder festgezogen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie so sicher sind, aber ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Jetzt kommt der Moment, Leute, ihr habt bestimmt drauf gewartet. Wie sehen sie aus? Leute, guckt nicht so. Das ist jetzt mein Ernst hier. Das sind Rollschuhe. Aber ich muss sagen, die sehen schon mal auf jeden Fall deutlich hochwertiger aus. Oh mein Gott, was sind das für Rollen? Ich sehe jetzt schon, dass es, glaube ich, echt ziemlich schwer sein wird, auf denen zu fahren. Und Alter, sind die schwer! Design muss ich schon mal sagen. Ich würde sagen, 1 Stern von 5. Ich sehe jetzt schon die ganzen Leute mich auslachen, wenn ich damit rumfahre. Sind die hässlich? Leute, schaut das euch einfach mal an! Ich freue mich. Alter, das wird so peinlich. Richtig peinlich. Oh mein Gott, das Beste kommt ja jetzt. Ich hoffe, die Schuhe passen da rein. Ich weiß ja nicht, ne? Sehen ein bisschen schmal aus, aber keine Ahnung. Yeah! So sehen die aus. Einfach mal doppelt schleifen. Aber ich finde so angezogen. Ja, okay, es ist einfach hässlich, Leute. Man kann das einfach nicht leugnen. Die sind hässlich. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus, als ich mir das vorgestellt habe, okay? Guck mal, ich kann stehen, ohne dass ich nach hinten oder nach vorne rolle. Also das war bei den anderen ja irgendwie anders. Ja, dann sehen dagegen noch stylisch aus, aber die hier, Leute... Ich weiß ja nicht. Ich weiß gar nicht mal, ob man damit rollen kann. Das rollt so gar nicht, dass es schon wieder gefährlich ist. Schneckentempo. Ey, Leute, das sind keine Rollschuhe, Mann. Langsam. Ich bin richtig langsam. Wow. Gefährlich. Gefährlich. Wird dieses Metall irgendwie. Ich weiß nicht, was da locker ist. Aber irgendwas ist da locker, Leute. Und das macht mir Angst. Leute, ich kann damit einfach gar nicht mal fahren. Schaut es euch einfach mal an. Ich muss hier irgendwie so ein V machen. Das sieht einfach total bescheuert aus. Es ist noch anstrengender, mit denen zu fahren als mit den anderen. Das geht
so viel mehr auf die Füße und auf die Waden. Die tun jetzt schon extrem weh. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, irgendwie geht das Gewicht immer nach vorne oder extrem nach hinten, weil in der Mitte gar nicht so richtig stabilisiert wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Man ist auf jeden Fall schneller aus der Puste, ich sag's euch, und es ist irgendwie gefährlicher sogar als auf den anderen. Leute, mir ist das schon extrem peinlich, damit rumzufahren. Aber ich glaube, es geht langsam. Also wenn man so richtig ausholt, dann kann man ein klein wenig schneller fahren. Oh mein Gott, das sieht so gestört aus. Ich fühle mich ein bisschen so, wenn man das jetzt so in der Kamera sieht, ne? Es hat irgendwie sowas von Badeschlappen mit Rollen. Keine Ahnung. So Leute, ich bin jetzt wieder zurück zu Hause und ich glaube, ich bin genug Rollschuh gefahren. Ich habe meine Waden gespürt, aber sowas von. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass diese hier so, so viel besser sind als die anderen, die ich geholt habe. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch irgendwann mal Rollschuhe holt, holt euch die ein bisschen hochwertigeren direkt, weil dann habt ihr länger was davon. Ich glaube, wenn man sich als erstes die hier holt, also wo man mit seinen eigenen Schuhen rein kann, dann verliert man sehr, sehr schnell den Spaß daran irgendwie. Und wenn man wirklich gut werden will in Rollschuhfahren, dann lohnen sich auf jeden Fall die anderen. Schreibt mal unbedingt in die Kommentare, ob ihr mehr so der Rollschuhmensch oder der Inline-Skate-Fan seid. Und erklärt mir bitte nochmal, wie ich damit bremse kann, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe es immer noch nicht raus. Nur 24 Stunden ist Hardcore. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, zieht es euch unbedingt rein und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so lieb. Bye!